Im Küstengebiet gelegentlich Regen, sonst wolkig mit Aufheiterungen und wenig Temperaturänderung. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22.30 Uhr. Zuschauer, verehrte Gäste im ICC. Es hat schon Tradition, wenn der Bayerische Rundfunk am letzten Wochenende der Internationalen Funkausstellung seinen Komödienstadel nach Berlin schickt. Sozusagen ein Besuch des Bayerischen Löwen beim Berliner Bären. Auch heuer ist Regisseur Olf Fischer mit einer Schar beliebter bayerischer Volksschauspieler, diesmal vermehrt um einen Wiener Gast, von der Isar an die Spree gekommen. Ich befinde mich hier bereits am Schauplatz des Geschehens, in der Dienstwohnung eines bayerischen Gutsverwalters, der für seinen moralisch einwandsfreien Lebenswandel belohnt werden soll. Verfasser des Schwanks Der brave Sünder ist einer der bekanntesten Lustspielautoren des alpenländischen Raums, Franz Streicher. Die Personen und ihre Darsteller entnehmen Sie bitte dem folgenden Plakat. Tja, und nun bleibt mir nur noch Ihnen zwei vergnügliche Stunden Unterhaltung zu wünschen und ich gebe die Bühne frei mit einem urbayerischen Auf geht's!